Tag, hier zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht, sind ein paar Tage vergangen, an denen ich eigentlich nur so ein bisschen in meinem Bett gespielt habe, ein paar Flohmärkte besucht habe und so weiter. Und jetzt ist Donnerstag, der 23. beziehungsweise ich spiele ihn nach, denn ich habe jetzt schon Wochenende, aber wir spielen natürlich den 23. März nach, denn es ist mein Geburtstag gewesen. Und den wollte ich hier auch feiern. Und dass das Rathaus ausgebaut wurde und genau heute dann eröffnet ist. Jetzt haben wir ein großes Service Center und dementsprechend kommt natürlich auch Melinda zu uns. Und ja, da hat mein Kater mal wieder ein Kabel gezogen. Er ist ja sehr gut in sowas. Aber wir haben Melinda hier auf der Insel. Und ja, jetzt glaube ich, können wir dann erstmal meinen Geburtstag feiern. Und dann den Campingplatz platzieren. Kann das sein? Ich glaube, dass quasi wir heute doch haben müssen, den Campingplatz platzieren können. Und ja, das machen wir auch gleich. Und schauen, was wir dann heute noch so alles anstellen können. Aber zuerst feiern wir jetzt meinen Geburtstag. So, der liebe Arnold holt uns ab. Das ist ja lieb, dass er mich abholt. Danke, Arnold. Ich bin gespannt. Wir feiern. Oh, Aziza ist zum ersten Mal hier. Yay! Ah, ein bisschen gehen muss ich noch. Da müsst ihr jetzt leider durch, weil ich kann die Aufnahmen nicht wiederholen. Und Happy Birthday! Yay! Oh, Gustl ist auch da. Sehr cool. Ja gut, dass meine zwei Startbewohner meine engsten Freunde sind, war mir schon fast klar. Weil ich ja noch kaum mit jemandem interagiert habe, vor allem den letzten zwei Tage. Und das sind die drei Bewohner von den fünf, die ich aktuell habe. Ja. Die natürlich am nächsten stehen. Wir bekommen Geschenke. Was ist es denn? Oh, ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich. Oh, wir kriegen noch ein Geschenk. Die Piñata. Yay. Cool, oder? Ich hätte sie gerne mit Feuerwehr bestückt, aber die anderen waren so vernünftig. Ja. Hey, Arnold. Hey, Arnold. Mir hätte Feuerwerk auch besser gefallen. Aber pscht. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Piñata. Ich habe die, glaube ich, erst zweimal oder so was genau muss ich jetzt eigentlich machen? Hallo? Stell dich unter die Piñata. Okay, raus damit. Ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Und los! Okay. Hau drauf, ruinier das Ding mit Schmackes. Weiter, okay, schneller. Oh yeah, los. Geh kaputt, immer fester drauf. Ja, ich gebe mir ja schon Mühe. Wenn ihr die so gut zugeklebt habt. Hallo? Geh kaputt. Piñata, los. Ach, endlich. Ah, oh, die Cupcakes, jetzt sind sie voller Dreck und Staub. Das ist aber lieb von euch. Geburtstags-Cupcakes. Und die kann ich jetzt mit meinen Bewohnern teilen, oder? Wir testen das jetzt gleich mal, was wir da machen können. Oh, ich werde unterbrochen. So, weiter geht's. Ich genieße meine Geburtstag. Zuallererst würde ich gerne jedem von Ihnen einen Cupcake geben. Arnold. Ich würde gerne mit dir... Kann ich dir nichts schenken? Okay, ich glaube, denen kann ich nichts schenken, oder? Okay, dann gucken wir mal, was in meinem Geschenk drin ist. Geburtstagsdeko. Okay. Die können wir rauspacken. Drei sind hier, das heißt, ich kann ihnen nur zwei Cupcakes verschenken, oder? Da gucken wir jetzt gleich mal. Danke für die schöne Geburtstagsfeier, Leute. Das ist echt lieb von euch. Yay, heute ist mein Geburtstag und alle haben mitgefeiert.
Das ist schon cute, wie sie das so machen, muss ich sagen. So, dann starten wir doch an unserem Haus. Und ich muss doch mal gähnen, es tut mir leid. Oh, ich sehe unten in der Ecke, jemand hat was verloren. Ja. Das hier wegpacken. Das nehmen wir mit. Gut, dann gehen wir gleich mal die anderen suchen. Ich suche, dich mache ich nachher. Fatima. Ich muss mal noch testen, ob ich ihnen dann was schenken kann, jetzt wo ich quasi soweit bin. Fatima ist zu Hause. Oh, Doro ist hier. Doro, Süße. Oh, hi Mina. Ich muss dir unbedingt was sagen. Was? Ah, ich kriege eine neue Emotion. Cool, danke schön. Das finde ich cool. So. Jetzt möchte ich dir gerne, ja, hier ein Cupcake. Hier bitte. Ein Cupcake. Ah, jetzt schenkt sie mir normalerweise was, oder? Ja, cool. Danke, Doro. So, wir sind BFFs auf jeden Fall. Was hat uns Doro geschenkt? Doro hat uns eine Restauranttafel geschenkt. Oh, hier liegt gleich die Flaschenpost, die nehmen wir auch mit. Und dann gucken wir mal zu Fatima rein. Vielleicht bastelt sie auch. Das würde sich zumindest gut treffen. Aber wir müssen eh zu allen rein. Das ist nicht so das Ding. Ja, sie bastelt. Okay, vorne. Hi. Ja, was machst du denn da? Eine Baumstammbank. Kann ich die nicht schon? Ja, die kann ich schon. Ja, tut mir leid. Aber ich nehme trotzdem die Anleitung, wenn du die schon die Mühe gemacht hast. Danke, Süße. Sie ist so cute. Ich mag sie so gern. Ja, ich habe Geburtstag. Ich habe einen Cupcake für dich dabei, wenn du einen willst. Möchtest du den? Ja, der ist für dich. Oh. Sie muss es richtig stellen. Oh, danke schön, vorne. Was kriege ich denn von dir? Von vorne haben wir ein Ringelkleid. Oh, das müssen wir gleich in den Schrank packen. Vielleicht können wir uns nachher noch umziehen. Wir müssen mal gucken. Aber jetzt suchen wir erstmal noch die anderen Bewohner. So, wen haben wir denn noch hier? Hier hinten ist Gustl zu Hause. Gustl ist zu Hause. Dann gucken wir doch bei Gustl noch schnell rein. Vielleicht hat der ja auch ein cooles Geschenk für uns. Vielleicht geht es nur, wenn er draußen ist und nicht während unserer Geburtstagsfeier. Das weiß ich nicht. Aber wir testen das, Gustl. Weil ich Chips mag. Gehört das? Okay, nein, hier kann ihm nichts schenken. Oh, schade. Okay. Hier, ich habe noch Fundsachen für dich. Für Arnold. Okay, Arnold hat das verloren. Danke. Tschüss. So, dann bringen wir das doch zurück zu Arnold. Und dann besuchen wir Tom. Aber dann würde ich mir jetzt erst gerne noch das Ringelkleid ansehen. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Hier schnell über die Brücke. Wie siehst du aus? Ja, okay. Vielleicht eher nicht. Hier. Was haben wir bekommen? Eine Matroschka. Cool. Die können wir auch noch nicht. Aber die, glaube ich, könnte auch ganz cool zu den 70er Jahre passen. So, Arnold, wo bist du? Arnold ist zu Hause. Okay. Arnold. So, Arnold, ich habe was für dich. Guck mal. Ist das deins? Hier. Wir haben was gefunden. Oh, danke schön. Was kriegen wir denn? Einen Fleece-Blouson. Okay, cool. Danke. Das ist lieb von dir. Jo. Dann gucke ich mal. Räumen wir erstmal in unser Lager. Dann kann ich euch gleich zeigen, was ich so die letzten Tage auf den Flohmärkten so bekommen habe. Ich zeig's euch mal.
Wir haben diese Sachen hier gefunden. Zum Beispiel das hier oder hier diese Retro-Tische. Hier ist ganz cool. Ich glaube, damit kann man ganz gut was anfangen. Also wir haben ein paar coole Sachen bekommen. Bei vielen, die will ich dann noch einpacken, wenn wir Haarfarben. Den hier würde ich zum Beispiel eventuell umändern. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man den vielleicht in Orange, Rot oder Grün machen kann. Aber wir haben ein paar coole Sachen bekommen. Auch ein paar Sachen doppelt, was jetzt nicht so schlimm ist. Wir haben viele Hängelampen bekommen, die wir noch nicht nutzen können, aber auch das ist nicht schlimm. Ja, hier haben wir ein bisschen was, das ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben ein paar Sachen hier auch noch bekommen. Und was total cool ist, ich habe hier noch diese Sachen. Und wir haben auch ein paar Meilentickets bekommen, das ist auch sehr cool. Aber wir machen uns jetzt, glaube ich, erstmal auf den Weg zu Top. So, im Rathaus angekommen, zum allerersten Mal jetzt hier auf dieser Insel, müssen wir uns natürlich anhören, was uns der gute Tom hier zu sagen hat. Glaube ich, ihr kennt das alle, dass er uns erstmal volltextet, aber ich würde jetzt gerne erstmal hier die Meilen abholen, genau. So, und dann hatte ich mir hier am PC etwas hier gerichtet, jetzt gucke ich mal. Genau, da habt ihr schon einen Ton gehört. Ich habe mir so eine Insel-Melodie rausgesucht, die so ein bisschen zu den 70ern passt. Was haben wir hier? Wir können uns jetzt diese Sachen dann... Oh, jetzt holen wir uns erstmal eine größere Tasche. Tschüss, 8000 Meilen. Ja, darum sollte ich mich heute auch nochmal kümmern. Noch ein bisschen Meilen holen, sag ich mal. So. Haben wir schon mal hier das erste. Dann gucken wir gleich mal, was wir noch haben. Aber das nervt mich auch, dass ich den immer wieder anklicken muss. Ne? Ich löse was ein. Wer sagt denn, dass ich fertig bin? Vielleicht will ich noch was einlösen. Oh, was haben wir hier noch alles? Okay, Seilzaun. Können wir Bambuszaun? Brauche ich nicht. Ja, dann löse ich mal hier noch die Sachen alle ein und dann sehen wir uns wieder. Das müsst ihr euch wahrscheinlich jetzt nicht mit anschauen, glaube ich, weil das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. So, ich habe jetzt hier mal alle Sachen fertig mit den Meilen eingelöst und jetzt wollte ich einfach mal kurz die 5 Bestellungen nochmal. Wir fangen diesmal mal von unten an, weil ich fange mal von oben an und bestelle dann immer so ziemlich das Gleiche. Was passt denn ganz gut zu unserem 70er Jahre? Hier können wir noch eins von bestellen, dann habe ich mal 2 davon. Vertikal Banner, davon können wir mal noch eins bestellen. Hierfür würde ich noch gerne eins bestellen, davon habe ich 2. Toaster, Thekenhocker, hiervon können wir eigentlich noch welche bestellen. Ich glaube, die passt. Dann haben wir, glaube ich, 5 Sachen. Genau, dann habe ich schon mal bestellt. Super. Hier dürfte unser Kredit noch nicht drin sein, oder nein? Wie ihr sehen könnt, habe ich ein bisschen Geld bekommen auf den Yard Sales. Und jetzt kümmern wir uns mal um das Problem mit Tom Nook. So, dann hören wir doch dem guten Tom auch noch zu. Ja, jetzt kriegen wir unseren Kredit, das ist super. Ja, gut, dass du so günstig bist, Tom, das ist nett von dir. Ja. So, jetzt gucken wir mal, da er uns jetzt das nächste erzählt, was er alles für tolle Leistungen hat. Ja, danke schön. Ja, nein, ich will nichts davon. Wie kann ich helfen? Ja, ich würde gerne die Details erfahren von deinem Plan KK Slider. Weil ich habe von dem noch nie zuvor gehört. Bitte erzähl mir mehr. Bitte. Unbedingt. Ich möchte unbedingt mehr wissen. Ja. Nee, habe ich noch nie gehört in Nambers. Das kenne ich nicht. Tut mir leid. Ja, ja. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Nie. Ja, es ist schön, dass er... Ja, ich weiß. Ja, aha. Ja. Ja, ja, Tom, komm zum Punkt. Wie oft soll ich dich eigentlich noch ansprechen und dir sagen, dass ich unbedingt davon hören will, was du geplant hast? Huh?
Du könntest es einfach auch in einem Satz machen mit Mina. Du machst die Arbeit, ich warte hier, bis du fertig bist. Das könnte reichen, dann müsste ich mir nicht alles und alles und alles wieder anhören. Der Campingplatz, ja, bitte. Ich würde ihn jetzt gerne platzieren. Danke, Tom. Das ist super nett von dir, wirklich. Ja, cool, danke. Ja, so. Gut, dann gehen wir doch gleich zu Melinda. Hi, Melinda. Das ist schön, dich kennenzulernen. Ich werde dich in meinem Leben vielleicht dreimal belästigen. Nämlich einmal, um die drei Stände zu bekommen. Einmal für eine Inselflagge und jetzt für die Inselmelodie. Ja. 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 Ich habe einen Vorschlag. Ja. 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 Bitte. Deswegen habe ich dich angesprochen. Ich würde es gerne probieren. So, das hier und hier gibt es da nicht ein B oder so. Hier ist ein H, genau. A, H, runter, da ist ein C. Du sollst ein C sein. Dich muss ich nach unten machen. Eins nach oben, du bist still, du bist ein B. Ach ja, das ist ja jetzt ein H. Das war anscheinend mal ein B. Du bist nichts und du gehst hoch zum C. Und du auch. Und du kriegst auch nochmal zu hören. Jetzt machen wir, warte mal, hören wir uns mal an. Habt ihr es erkannt? Das nehmen wir. Für alle, die es nicht erkannt haben, das ist Dancing Queen von ABBA. Und wenn das nicht zu den 70ern passt, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Das hätte ich gern, ja. Gut, dann machen wir uns auf den Weg und kümmern uns um den Campingplatz, würde ich sagen. Auf geht's. So, ich habe die Sachen schon mal aus dem Lager geholt. Und jetzt stellen wir kurz das Campingplatz-Baukit her. Und dann machen wir uns auf die Suche nach einem Platz. Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich möchte hier anfangen, den Strand zu besiedeln, damit ich nachher nicht so viel wieder umpacken muss. Aber ich glaube, das hier ist ein bisschen zu klein, oder? Aber ich denke nicht, dass das hier reinpasst. Wir testen mal ganz kurz. Ja, nee, das ist zu. Schauen wir woanders hin. Falsche Richtung, hier lang. Kurz nach hier laufen. Vielleicht passt es hier irgendwo hin. Blumen, 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 Blumen. Aber ich glaube, hier drüben sind noch keine Blumen. Ja. Vielleicht passt es hier hin. Ja, aber eins nach hinten vielleicht. So, ich glaube, hier packen wir ihn hin. Okay, dann musst du halt nach hier. Sei nicht so zickig. Ja. Jupp, hier ist gut. Dankeschön. So, der wird gebaut. Und ich gucke jetzt mal kurz noch hier in das. Eine Elefantenrutsche. Wow, toll. Okay, gut. Was siehst du? Was hast du denn? Was hast du denn für uns? Okay, ich fange jetzt an mit dem Boden und mit der Tapete und kaufe nachher nochmal bei dir ein. Ja, die Teppiche hole ich mir später noch. Ich will jetzt gerade nicht 5 Stunden lang mit dir diskutieren. So, ja, ich möchte noch die Tapete, bitte. Danke. Jo, hier bitte. Einmal Geld für dich. Dankeschön, Dankeschön. So. Nee, gerade möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt erstmal den Strand absuchen. Und die Muscheln einsammeln und so, die täglichen Sachen mich kümmern und dann will ich noch die Bäume abernten und ja, so, schau mal, können wir vielleicht verkaufen, jetzt machen wir das hier noch ein und das hier noch ein und legt hier noch was, nice, mal kurz checken. Was wir hier noch haben, Fisch, Gießblumen, verkaufe Obst. Okay. Ja. Meine Lieben,
Danke, dass ihr den Geburtstag mit mir gefeiert habt. Danke, dass ihr immer so viel Zeit mit mir verbringt. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier eine Runde Bäume schütteln. Und ich hoffe, ihr seid zur nächsten Folge wieder mit dabei. Da werden wir unseren ersten Campingplatzbewohner erwarten. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.